zu Ehren des im März verstorbenen Jonathan Heimes benennt Darmstadt 98 für die laufende Saison das Merck-Stadion in Jonathan-Heimes-Stadion um. Seit 2004 kämpfte der Lilienfan mit dem großen Herz gegen den Krebs und gründete die Spendeninitiative Du musst kämpfen. Mit der Umbenennung möchte der Verein die Erinnerung an Jonathan Heimes bewahren. Ja, toll. Also es ist eine sehr tolle Anerkennung. Er hat ganz viel geleistet dafür. Die Mannschaft hat meines Erachtens viel davon gehabt. Ja, ich finde es gut. Es war ein treuer Fan, der Jonathan, und das finde ich gut. Ja, ich finde das im Prinzip ganz cool. Der Jonathan hat ja auch viel für den Verein gemacht und von dort aus ist das eine coole Sache. Also das finde ich eine sehr gute Idee, denn es fördert ja auch die Fankultur hier im Stadion. Und es gab ja immer wieder mal Spannungen zwischen Darmstadt und Frankfurt. Und insofern könnte das vielleicht dazu beitragen, dass man eine friedliche Stimmung in die Stadien bringt. Also ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, ne? Bringt ja jedem was. Auch Merck kriegt da Sympathiepunkte dafür, dass er darauf verzichtet, finde ich eine gute Sache, ja.